Herzlich willkommen zu diesem Video zu Bildern im Geschichtsunterricht. Und hier geht es jetzt im Speziellen um das Thema Bildtypen und hier insbesondere um Landschaftsbilder. Wir haben jetzt ein Beispiel für ein Landschaftsbild. Das ist hier eine Abbildung aus dem 16. Jahrhundert von Peter Bruegel, die Kornernte. Und die Bilder, die uns Peter Bruegel hinterlassen hat, geben uns einen Einblick häufig in die bäuerliche Gesellschaft zu des 15. 16. Jahrhunderts. Das heißt, man hat hier bestimmte Lebensweisen dargestellt, man hat Kleidung dargestellt, man hat hier zum Beispiel eine Sense dargestellt, das heißt bestimmte Werkzeuge, die die Bauern damals verwendet haben und sind insofern dann auch ein wertvolles historisches Zeugnis. Und welche Wirkung haben dieses Gemälde? Heute würden das wahrscheinlich viele romantisieren und würden das als ganz angenehme Zeit darstellen und man würde dann wahrscheinlich dann bei, auch wenn es noch so nette Details sind und die Leute sich erholen können, würde man wahrscheinlich die harte Arbeit der Menschen gar nicht als solche dann wahrnehmen. Welche Meinung zum Thema vertritt jetzt dann der Künstler? Der Künstler wollte wirklich das Leben der Menschen am Land darstellen, aber nicht in all der Härte, die es damals gegeben hat, sondern wollte dann den Menschen auch eine Freude bereiten, wenn sie dieses Bild dann sich ansehen konnten. Und Freude beim Betrachten der Bilder hat natürlich dann auch für den Künstler bedeutet, dass er seine Bilder verkaufen konnte. Es ging also hier weniger um Kritik an der damaligen Gesellschaft, an der sozialen Ungleichheit. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns sicherlich bald wieder im nächsten Video.